Bonjour aus der Provence. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns, wie wir von dem letzten Mal schon berichtet haben, schweren Herzens von Valenzuela verabschiedet. Ich konnte dem aber nicht widerstehen, noch einmal die D8 zu fahren. Das heißt, zuerst bin ich in die Richtung Pulmisson gefahren, habe dann das Wohnmobil Bobby rumgedreht und bin auf Richtung Manosque zugefahren. Das Ganze habe ich gemacht, um euch ein bisschen die Straße zu sehen, die eigentlich sehr schön ist. Aber wenn ich es mir im Nachhinein anschaue, sehen die Augen das doch noch viel schöner, als eine Kamera das möglicherweise erfasst. Wir haben dann kurz noch mal bei Angervin vor dem Gebäude gehalten, auf dem Parkplatz jedenfalls gegenüber, haben noch ein bisschen gegessen und sind dann vom Valenzuela-Plateau. Dort haben wir nicht angehalten. Obwohl wir wissen, dass Manosque eine extrem schöne kleine Stadt ist mit wunderschönen kleinen Gässchen und einer ganz hervorragenden Altstadt. Es ist eine Altstadt, wie gesagt, von kleinen Gassen durchzogen, die auch eine Vielzahl bietet. Zwei berühmte Schriftsteller sind Söhne von Manosque, die auch den Lauf der Geschichte von Manosque sehr beeinflusst haben. Wir hatten uns ein bisschen vertrödelt im schönen Valenzuela und waren dort geblieben und hatten jetzt dann nicht mehr so viel Zeit, uns Manosque ausführlich anzusehen. Besonders da der Supermarkt, zu dem wir wollten, ganz außerhalb von Manosque liegt und es auf kleinen Außenstraßen dorthin geführt wird. Nach unseren Einkäufen, die ja auch Hunde- und Katzenfutter beinhalteten, habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Und zwar habe ich den Weg Richtung Norden eingeschlagen, Nordwesten, um genau zu sein, und bin über und Sort nach Bédouin gefahren am Fuße des Mont Ventoux. Bédouin ist ein kleines, quirliges Dorf, das ich sehr, sehr gerne habe. Und ich habe es ausgewählt, weil dort ein Camping-Car-Park-Stellplatz ist. Auf dem Weg dahin sind wir die Route de Lavande gefahren, die Lavendelroute, das für seine abendberaubenden, kilometerlangen Strecken von Lavendelfeldern bekannt ist. Dieses Jahr war aber, ich habe euch schon mal erzählt, von dieser Rotationsphasen, die alle 3 Jahre wird dann Weizen oder irgend so etwas angepflanzt. Und wir waren in einer Rotationsphase dieses Jahr. Das heißt, es waren sehr viele Weizenfelder neben den wenigeren Lavendelfeldern. Man wird auch in Valenzuela etwas verwöhnt, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass dann diese Lavendelroute nicht ganz so abendberaubend war, wie man sich das im Geiste immer vorstellt. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach ein totaler Optimist, der immer das Beste und Positivste von jeder Strecke denkt. Trotzdem war es ein schönes lila Farbspektal auf dem Weg nach Banon und auch danach. Banon ist am meisten bekannt für La Librairie Bleue. Das ist ein Buchhandel, der in den 1990er Jahren so ausgesehen hat und auch vorhatte, als ob es Amazon überholen würde. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, war aber der Fall. Und diese charmante Librairie gibt es zwar noch, es hat eine flaue Fassade, daher auch der Name und bunte Fensterladen, die wirklich auffallen und sehr hübsch sind. Ich würde euch empfehlen, mal vorbeizugehen und ein Foto zu machen. Es ist eine faszinierende Geschichte. Wir sind dann wieder nach Sort gekommen, das ebenfalls sehr malerisch ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich das letztens so betont hatte, denn wir sind ja mehrmals durch Sort und Aurel gefahren und haben dort auch schöne Bilder gemacht. Die Bilder mit dem gelben Ginkster, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Sort ist für seinen köstlichen Lavendelhonig, die duftende Lavendelseife und auch das hochwertige Lavendelöl bekannt. Normalerweise sehe ich mir diese Produkte gerne an, habe es diesmal aber nicht getan, denn ganz Sort war gesperrt, da ein Radrennen stattgefunden hat. Und wir sind dann dreimal im Kreis gefahren, vom Parkplatz zu finden, war überhaupt keine Chance. Die Geschäfte in Sort sind natürlich kleine, urige Boutiquen mit Seifen und Ölen, die sehr hübsch zum Einkaufen sind und Lüge. Die Lavendelernte und Verarbeitung sind eine traditionelle Kunst in Sort, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und die Region ist wirklich stolz darauf, sehr hochwertige Lavendelprodukte anzubieten. Schließlich sind wir dann in Bédouin angekommen. Wie ich schon erwähnt habe, ist das ein charmantes und lebhaftes Dorf am Fuß des Mont Ventoux. Es zieht Leute aus der ganzen Welt an, die ja den Mont Ventoux zwingen wollen, entweder zu Fuß oder zu Fahrrad. Es gibt ausführliche Wanderwege und Radtouren. Ich würde euch da empfehlen, vielleicht mal in Komoot oder sowas zu schauen. Man kann hier wochenlang verbringen und durch Lavendelfelder streifen. Es gibt auch Wanderfernwege durch die Provence, die durch Bédouin kommen. Es ist ein Ort, in dem Auto-Enthusiasten aus der ganzen Welt hinkommen und angezogen werden. Wir haben an dem Abend noch, gestern also, sind wir noch über den Platz gegangen und danach bin ich in die Stadt reingegangen und hatte eigentlich vor und habe es auch getan mit der GoPro
ein paar von dem lebhaften Leben in Bedouin einzufangen, denn es ist sehr schön. Es sind kleine Boutiquen da auch ebenfalls und ganz tolle Fahrradgeschäfte mit einer sagenhaften Auswahl. Also wenn ihr mal Ratschläge für Fahrräder braucht, dann würde ich euch empfehlen, geht in Bedouin und fragt, denn dort kennt man sich wirklich aus mit den verschiedensten Fahrrädern, die sich dafür eignen, auf den Mont Ventoux hochzufahren, sei das elektrisch oder eben auch ohne Antrieb oder Rennräder. Alles ist hier vertreten. Dazu noch eine Unmenge von wunderbaren Restaurants, Bistros und jeder scheint die warmen Abende zu genießen und sitzt dann draußen bei Kerzenschein oder künstlichem Licht, das aber auch sehr romantisch aussieht. Ich wollte das einfangen mit der GoPro, muss aber sagen, ich habe mich da etwas verschätzt. Es war dann dunkler, als ich gedacht habe und leider sind die Aufnahmen verwackelt, aber ich denke, ich zeige es euch trotzdem mal. Es gibt auch euch trotzdem einen gewissen Eindruck, wie lebhaft dieses kleine Dorf ist, wie schön es sein kann. Heute Morgen sind wir dann in aller Frühe aufgestiegen. Ich habe mich auf den Bock geschwungen sozusagen, sind den Mont Ventoux hochgefahren. Ich zeige euch hier noch ein paar von den Ausschnitten, wie es den Berg hochgeht. Von der Südseite her ist die Anfahrt wesentlich schöner, möchte ich euch darauf hinweisen, weil man immer wieder zwischendrin den Mont Ventoux sieht, der ja oben kahl ist, weil der Wind es abgeholzt hat oder die Römer, ich weiß nicht, welches von den beiden das ist. Jedenfalls ist oben der Berg kahl und hat dann eben seinen ganz typischen Mast, den man von der halben Provence durch die ganze Vaucluse jedenfalls sehen kann. Die klassische Route führt über die D974, die haben wir ebenfalls genommen. Ihr könntet aber auch den Radweg durch die Lavendelfelder nehmen, das wäre auch sehr schön. Aber ich muss sagen, viele Leute unterschätzen den Mont Ventoux. Also wenn ihr nicht ausgebuffte Radrennsportler seid, dann würde ich euch sagen, versucht es nicht, wenn ihr keinen elektrischen Antrieb habt. Es geht ganz schön hoch und lange. Ihr könnt euch das ja immer wieder auf der Tour de France ansehen, denn alle paar Jahre führt die Tour de France über den Mont Ventoux. Auf dem Weg nach oben überholen wir unterwegs einige der Radsportler, die auch schon früh aufgestanden sind und sehen dann auch, wie hart es manchen ist, die eben ohne Elektroantrieb fahren, aus reinem Sportserlebnis. Andere scheinen sich viel leichter zu tun, die müssen eine unwahrscheinliche Kondition haben. Aber die Fahrt auf den Gipfel ist immer ein Erlebnis. Man hat wunderschöne Landschaften, man hat beeindruckende Ausblicke. Es ist sehr schön und man sollte, wenn möglich, vor dem Sonnenaufgang kommen. Ich zeige euch hier mal ein paar Bilder von dem Sonnenaufgang letztes Jahr, weil dieses Jahr, wie ihr gleich sehen werdet, ist es etwas neblig auf dem Mont Ventoux. Dafür hatten wir einen Überraschungsbesucher und das war sehr interessant, weil im ersten Moment war ich mir nicht so ganz sicher, was es war. Ich wollte oben filmen und nun ja, wir zeigen einfach mal das Video hier, nachdem wir uns die Sonnenaufgänge der letzten Jahre hier nochmal angeschaut haben und dieses Mal, wie gesagt, war das Wettermittel ein bisschen anders, was aber die Reise manchmal spannender macht und auch zu unserem Überraschungsbesuch, den ihr hier jetzt sehen könnt, geführt haben. Eigentlich wollte ich ja mit dem Filmen auf dem Mont Ventoux anfangen, hatte aber sicherheitshalber vorher noch ein paar Aufnahmen gemacht, die ihr jetzt hier gesehen habt, denn die Überraschung kann ja nur am Schluss kommen. Bonjour aus der Provence. Wie ihr seht, ist es hier sehr windig und nicht mehr die idealen Fotobedingungen. Aber es hat sich erst in den letzten 15 Minuten zugezogen. Davor war es schön. Ich habe euch ein paar Bilder gemacht. Ihr könnt es sehen. Im Tal sieht es auch noch gut aus. Der Mont Ventoux hier ist 2000 Meter hoch. Wir sind heute Morgen vor 5 Uhr aufgestanden und sind hochgefahren und möchten euch das hier zeigen, denn es ist unbedingt notwendig, dass ihr einmal hochfahrt, dass ihr so früh wie möglich hier seid, auch wenn das schwerfällt. Denn es ist was ganz Besonderes, auf diesem windigen Berg, Ventoux heißt windig, das Ganze zu sehen. Ich zeige euch jetzt noch mal hier in der Gegend, wie es unten aussieht. So. Da oben ist das Kennzeichen vom Mont Ventoux, das jetzt schon in den Wolken ist. Aber trotz alledem ist es ein wunderbares Erlebnis, hier zu sein. Und ganz unten im Tal, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sehen kann, da ist noch Sonnenschein. Die Wolken ziehen an einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit hier durch. Und die Vögel fliegen da niedrig, guckt euch das mal an. Und fliegen in den Wind. Könnt ihr das sehen auf dem kleinen Kamera? Sagenhaft. Und der einsame Fahrradfahrer, der sich heute Morgen bei dem Wetter rausgetraut hat und trotzdem hochfährt. Ich habe mich schon gewundert. What are you doing? Checking myself on the wind. Windy day. Seht ihr einen einsamen Fahrradfahrer, der sich vor dem Wind schützt?
So your friend is still going up? Oh, I was a bit for him. Yes. So it's too cold to wait there. Oh, I see. So I'm going up and then I said, I wait here. Would you like to come inside and have a cup of coffee? Good, good. Let's go with. And my dog is at you. He doesn't say anything to you. I'm amazed. Ryan? What kind of watchdog are you? He had a spat with a cat and I chided at him, so I think he's very subdued at this moment. Brian? Brian? He's like, I'm not getting up this early. Yeah. There's one of my friends coming down. Oh, okay. Then there's another one still. Well, you're on camera. Oh. You'll be famous. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre noch besser. Am liebsten sogar beides. Und à bientôt. Au revoir. Aus der Provence. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werden wir wahrscheinlich nicht mehr in der Provence stehen. Alles Gute, bis dann. Gute Fahrt. Tschüss.